easy go. Jo Leute, Magstar hier und heute geht es natürlich weiter in der Crew 2, ja es gibt wieder zwei neue Powerboat-Rennen und dann gibt es noch ein Chatsprint-Event und zwar das Hot Lam-Event Chatsprint und ich würde mal sagen, wir werden hier natürlich gleich mal loslegen, Leute, dann würde ich doch mal sagen, los geht's! Du nimmst hier Sophias Zeit aufs Korn und sie ist ziemlich gut im Kampf gegen Stoppuhren. Okay, ich muss schauen natürlich, dass das Boot nach unten und nach oben getrimmt ist, weil ich bemerke auch, das war ja auch beim Powerboot so, wenn das Boot nicht nach oben oder unten getrimmt wurde, dann hatte ich natürlich auch praktisch nie eine Chance, deswegen muss ich auch gut schauen, okay, so, und go! Bereit, Wellen zu schlagen? Okay, alles klar. Sehr gut. So, ich habe jetzt das Schiff natürlich nach oben getrimmt und kann somit auch ziemlich viel Vorsprung gewinnen. So. Ich muss natürlich aber auch schauen, wenn ich das natürlich nach unten trimme, dass ich da nicht allzu viele Unfälle baue, denn umso mehr Crashs, das man macht, umso mehr Vorsprung kann man natürlich dadurch auch verlieren. Okay, sehr gut. Also ich trimme jetzt das Schiff schön nach unten und ich meine, so kann ich natürlich auch gewinnen. Man sagt ja auch so schön, wer bremst, verliert. Also würde ich da auf jeden Fall jetzt mal volle Power mal durchstarten hier. Und natürlich schön auch mal mit Nitro ein bisschen durchstarten. So. Oh mein Gott, ey, ist mein Schiff schnell. Aber es ist auch sehr schnell getuned, muss man jetzt mal auch ganz ehrlich sagen. Ich meine, deswegen ist es ja auch so schnell. Ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, dass es da ein bisschen herumbackt, dass ich da eigentlich die Kurven manchmal nicht allzu schnell nehmen kann. Aber nee, alles im grünen Bereich, Leute. So, ich bin vor Sophia, Leute. Und das bloß nicht nach. Nee, jetzt lasse ich nicht nach. Jetzt lasse ich auf keinen Fall nicht nach. Nur umso mehr Gas gebe ich natürlich. So, muss ich eigentlich gar nicht mehr. Ich bin so gut in Führung, Leute. Ich muss gar kein Gas mehr geben. Ich hab's schon. So, und hier vorne ist gleich das Ziel und geschafft. So, Leute. Das war doch mal eine super Leistung, ne? Ich musste mit der Shift-Taste natürlich nach unten trimmen oder nach oben, damit ich natürlich das Ganze gewinne, weil sonst wäre ich gar nicht, hätte ich gar keine Chance gehabt. Oder wäre es schwieriger geworden. Wenn du alles geschafft hast, heißt das nicht, dass du fertig bist. Sophia und ich haben mal einen neuen Sport erfunden. Vielleicht tun wir es wieder. Und dann wollen wir sehen, wie du dich schlägst. Denk daran, man muss seine Grenzen immer wieder überschreiten. Okay, alles klar, gut. Ja, dann würde ich doch mal sagen, legen wir gleich mal... Okay, ein neuer Sport kommt vielleicht. Okay, ja, dann würde ich doch mal sagen, werde ich natürlich noch zwei Powerboat-Rennen natürlich noch machen. So, ja, Leute, ich habe nämlich jetzt ein neues Schiff gekauft. Ihr habt das nicht gesehen, aber es ist so, Leute, mit dem neuen Schiff war ich auch noch nicht auf der richtigen Leistungsstufe, aber ich habe dann natürlich die alten Rennen, die wir schon gemacht haben, nochmals gespielt, denn das ist wirklich auch etwas Wichtiges, wenn ihr selber The Crew 2 spielt und ihr mal euer Fahrzeug, ob jetzt Boot, Schiff oder was auch immer für ein Fahrzeug oder Flugzeug, was auch immer, ist es immer wichtig, wenn man nicht die optimale Leistungsstufe hat. Gespielt habe und dadurch, dass ich dann bei der Top 3 war einfach, erster, zweiter oder dritter, bekam ich dann solche Liveboxen und ja, obwohl eigentlich das Powerboat-Rennen schon abgeschlossen war, das habe ich selber zuerst nicht gewusst, aber es ist so, Leute. Und ja, ich habe jetzt die optimale Stufe für dieses Powerboat-Rennen, Leute. Und ja, manchmal habt ihr sicher auch schon bemerkt, vielleicht habe ich es manchmal selber auch nicht bemerkt, dass ich manchmal niedriger gefahren bin als empfohlen, also dass ich auf der niedrigen Stufe gefahren bin. Das habe ich auch bei Asphalt 9 vielmal so gemacht, manchmal
sogar auf sehr niedriger Stufe. Manchmal habe ich es geschafft, manchmal nicht. Ja, ich würde sagen, genug gelabert. Ich würde mal sagen, wir wären hier bei Bar Harbor, würde ich mal sagen, werden wir natürlich mal loslegen. So, ich habe jetzt natürlich ein neues Powerboot gekauft. Das werdet ihr sicher direkt auch sehen. Auf dieser Strecke siehst du 8 verschiedene Leuchttürme. Und das heißt, du kannst sogar 10 sehen, wenn du gut bist. Okay, alles klar. Und ich bin echt gut. Okay, alles klar. Ja, so, wir haben jetzt eigentlich das Schiff auf der optimalen Stufe, also von daher sollte eigentlich alles prima laufen, ne? So, und go, Leute, jetzt kann's losgehen und das Ganze jetzt auch noch bei Nacht, also das finde ich schon ziemlich geil gemacht. Jetzt geht's auf jeden Fall sicher ziemlich ab, auf einem höheren Niveau mit so einem Schiff, ne, das wird sicher richtig geil werden, Leute. Ich meine, es wird natürlich auch immer schwieriger, wie man merkt, und es ist halt schon wichtig jetzt, wenn wir so weit schon sind in der Crew 2, dass natürlich die, alle Fahrzeuge, was auf dem Wasser fährt, was auf dem Boden fährt und in der Luft fliegt, sollte natürlich schon auf der optimalen Stufe sein, weil jetzt kommen natürlich auch durch die neuen Aktivitäten, wird natürlich zum Teil auch immer die Stufe natürlich höher, also die Empfehlungsstufe. Und das heißt, man muss möglichst viele Liveboxen einsammeln und so möglichst viele Rennen, wo ich schon abgeschlossen habe, vielleicht nochmals spielen. Aber die werde ich selber spielen, nicht mit euch, weil das habt ihr ja gesehen, das könnte sonst langweilig werden. Ja, aber auf jeden Fall würde ich das empfehlen, Leute, weil eben, dann habt ihr dann euer Fahrzeug oder Flugzeug auf dem optimalen Rang und dann könnt ihr natürlich weiter durchstarten in der Crew 2, Leute. Und ja, ich muss einfach sagen, das ist der Crew 2 und ich finde das irgendwie auch richtig geil gemacht, muss ich ehrlich gesagt sagen, eigentlich. Okay, bis jetzt klappt eigentlich alles easy peasy, ne? Wir sind easy in Führung mit unserem neuen Powerboot. Das klappt ja schon mal sehr super und das gefällt mir auch so. Ja, hätte ich jetzt das kleinere Powerboot genommen, das, wo ich schon am Anfang genommen habe, wo ich das erste Mal ein Powerboot gekauft habe, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht so weit geschafft. So, okay, Leute. Ja, wir haben den ersten Platz erreicht. Das ist doch super. Ja, also diese Strecke war jetzt eigentlich ziemlich kurz, ne? Okay, so. Dann haben wir gleich wieder neue Liveboxen. Ich muss jetzt nur schauen, wo die ganze Beute natürlich hin ist. Okay. Es gibt nur einen Weg, um an die Spitze zu kommen. Und das ist Übung. Und wenn du damit fertig bist, übst du noch mehr. So, jetzt können wir noch mehr unser Schiff tunen. Egal ob mit Powerboot, Tourenwagen, Rennwagen, Flugzeug oder Einrad. So, Leute, wir sind jetzt bei Kult 11, also wir sind schon auf einem sehr hohen Level. Und der einzige Weg dorthin ist üben und nochmals üben. Aber glaub nicht, dass ich dabei deine Mami spiele. Ja, das weiß ich. Okay, gut. Ich würde sagen, ich werde jetzt da mal den Motorblock so noch höher tunen. Dann haben wir da natürlich den Auspuff. Können wir auch noch höher tunen. So, jetzt haben wir sogar über die empfohlene Leistungsstufe. Haben wir jetzt die Leistungsstufe haben wir jetzt auf 154. Umso besser, würde ich doch mal sagen. Gut, ja, dann würde ich doch mal sagen, wenn wir zum nächsten Powerboat-Rennen gehen. Und zwar das nächste Powerboat-Rennen ist nämlich hier unten, genau. Und zwar das Key West J-Bang Event. Okay, dann würde ich sagen, wenn wir das noch abschließen. So. Die Florida Keys sind toll. Die Strände, die Riffs, der Lime Pie. Keine Ahnung, wenn ich mal Urlaub mache, stehen die Keys ganz oben auf meiner Liste. Direkt hinter der Model T-Fabrik von Ford. Okay, Leute, so. Ja, dann würde ich doch mal sagen, geht's hier noch weiter. So, nicht vergessen, Leute, was auch immer wichtig ist, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt oder falsch dokumentiert, man sollte immer nach oben oder nach unten trimmen und schauen, dass es nach unten und nach oben getrimmt ist, sollte man immer schauen. Ich habe jetzt Shift und das ist natürlich nach unten trimmen und das ist bei mir nämlich an. Also ich halte natürlich die Shift-Taste, währenddem ich auf dem Powerboat bin und das ist natürlich mega wichtig, Leute. Oh, jetzt geht's ab, Leute. Aber das schaffen wir, Leute. Ich denke, das schaffen wir, weil wir da haben sogar ja über den Rang, Leute. Wir sind sogar vier Leistungsstufen höher. Also von daher werden wir das sicher safe schaffen, Leute.
Aber wenn man Fehler macht, glaubt mir Leute, dann kann man, egal auf welcher Stufe man ist, hat man dann natürlich die Tendenz, je nach Strecke, dass man das Rennen auch verliert. Aber ich denke, das schaffen wir, Leute. Na, sieht ja schon eigentlich ziemlich gut aus. Den werden wir sicher auch gleich überholen. Ja, Leute, safe. Den habe ich eingeholt. So, sehr gut. Okay, der will mich wieder überholen, alles klar. Nee, nicht mit Maxstar. Und wenn ja, ich bleibe trotzdem in der Top 3. Okay, na, Scheibe. Oh mein Gott. Ich darf da nicht zu weit hinaus beim Rand fahren. Nee, 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 das darf mir nicht passieren. Oh mein Gott. Okay, das ist eigentlich bis jetzt eine easy Strecke, ne? Aber nicht unterschätzen. Einfach immer noch gut in Führung bleiben, ne? So, okay, wir haben's. Gut. Okay, das ist ziemlich eine weite Strecke, ne? Finde ich jetzt gerade. Also ich finde ehrlich gesagt die Strecke schon weit. Also ist natürlich eine weite Strecke, aber das bin ich mich gewöhnt bei dem Powerboat-Rennen. Ich meine, das ist für mich nichts Spezielles mehr. Okay, Leute, so. Erster Platz erreicht, beide Powerboat-Rennen abgeschlossen. Das war doch wieder mal eine super Folge, würde ich doch mal sagen. So, jetzt können wir natürlich unser Schiff noch höher tunen. So, dann bin ich mal gespannt, was ich jetzt für eine Beute kriege. So, meine Beute ist hier, genau. Okay, so weit vorne, okay, alles klar. Kein Problem. So, ja, dann sammle ich mal das Ganze ein. Okay, wir haben wieder Getriebe und einen Propeller, den wir auftunen können, alles klar. Dann mache ich doch das gleich mal. So, sehr schön. So, ja, Leute, in der nächsten Folge gibt es dann natürlich auch wieder neue Hovercraft-Rennen, so viel ich sehe. Ich habe immer das Gefühl, wenn es wieder nach vorne kommt, dass wir das schon mal gemacht haben, aber nee. Das sind wieder neue Hovercraft-Rennen, denke ich mal. Und die werden wir auf jeden Fall sicher noch in der nächsten Folge machen. Ja, bis jetzt sind wir eigentlich mehrheitlich eben in der Luft und im Wasser gefahren, aber so mit den Autos, gut, wir haben ein Demolition Derby in der letzten Folge gemacht, aber sonst haben wir nicht mehr viel gemacht. Ich denke, es wird dann auch wieder Zeit mit Rally Raid und Street Race, aber ja, das wird dann später kommen. Ich würde sagen, wir werden dann in der nächsten Folge mit dem Hovercraft noch beginnen und je nachdem, wenn wieder neue Powerboat oder Jet Sprint kommen, werden wir die auch noch abschließen. Ja. Mir hat es natürlich mega viel Spaß gemacht, Leute, und ich bedanke mich an alle Zuschauer wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch natürlich alle noch einen schönen Abend, Leute, und würde sagen, bis zum nächsten Let's Play, Leute. Haut rein, Leute, und tschüss!